Ihr Lieben, herzlich willkommen in meine Torten- und Kuchenwelt. Heute habe ich wieder einen leckeren Schoko-Bananen-Kuchenrezept für euch in Google-Hupfform vorbereitet. Ist auch richtig super saftig, schokoladig und lecker geworden, kann ich nur sagen. Und kommen wir dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Für den Teig brauchen wir 250 Gramm Mehl, ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver, 250 Gramm Zucker, eine Packung Vanillepuddingpulver, 50 Gramm Haselnüsse gemahlen, 180 ml Öl, 3 Esslöffel Backkakao und 4 Eier. Ich habe erstmal die Eier mit dem Zucker und Vanillezucker cremig geschlagen und habe das Öl hineingegeben. Die trockenen Zutaten habe ich miteinander vermischt und gebe das dann nach und nach hinein und bereite den Teig vor. Dann brauchen wir Bananen. Ich habe richtig reife Bananen genommen. Wenn ihr reife Bananen nehmt, könnt ihr auch an Zuckermenge sparen. Statt 250 Gramm könnt ihr auch 150 Gramm Zucker nehmen. Die Bananen habe ich zerdrückt mit einer Gabel und gebe das in den Teig hinein. Der Teig fühlt sich erst ein bisschen fest an. Durch die Bananen wird das aufgelockert. Ich gebe den Teig in eine Google-Hupfform rein, welches ich vorher mit Margarine bestrichen habe. Ich habe ein bisschen Grieß bestreut. Der Kuchen wird dann im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad so ungefähr eine Stunde gebacken. Der Kuchen ist raus aus dem Ofen. Ich habe über den Kuchen eine Schokoladensauce gegeben, welches ich selber vorbereitet habe. Ich habe 100 ml Schlagsahne einmal aufgekocht und 100 Gramm Bitterschokolade hineingegeben und natürlich sofort über den noch warmen Kuchen gegeben und ein bisschen glatt gestrichen. Bevor die Schokolade fest wird, habe ich dann angeröstete Haselnüsse darüber bestreut, diesen dann grob gehackt. So sieht der Kuchen fertig dekoriert aus. Den werde ich natürlich für euch anschneiden. Könnt ihr im Video sehen, wie weich und fluffig der Kuchen geworden ist. Während ich schneide, habe ich schon gedacht, das schmeckt bestimmt super lecker. Und so war das dann auch. Jetzt probiere ich den Kuchen einmal für euch. Der war richtig saftig und lecker. Den müsst ihr einmal gegessen haben. Den Geschmack kann ich euch einfach gar nicht so wiedergeben. Wie gesagt, einfach ausprobieren und testen. Ich würde sagen, das ist für alle Schokoladenliebhaber und Bananenliebhaber genau passend. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.